wunderschönen guten Tag zusammen. Wir wollen zum Ausklang der Woche ein bisschen Trading machen. Und zwar, wie am Video davor, wie ihr gesagt habt, diese Woche traden wir die Signale. Wir können natürlich auch NLAI traden, kein Problem. Haben wir ähnlichen Aufbau, wir haben dann halt dort aufgebaut M2. Würden die Signale bekommen, darüber erzeugt, in einem, wie sagt man, einem Windows-Alarmfenster. Ja. Und hier haben wir halt das, was wir vom Surfer bekommen, über den EA. Beides basiert auf dem gleichen Indikatorensystem. Und ja, jeder kennt die Signale. Ansonsten, ihr wisst, Zero One Trading Signale. Und da könnt ihr sie abonnieren. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist noch sogar heiß wahrscheinlich, Fund out. Ja, ich habe hier oben also die einige Signale, ja, also Assets, Signale, ja. Oh Gott, ich bin schon eine Banane hier. Einige Assets drin und da können wir die restlichen, wenn wir jetzt irgendwas bekommen, wobei hier haben wir ja nur die klassischen drin. Nee, hier müsste es passen. Bei dem NLAI, da hatten wir ja diese, was weiß ich, thailändische Baht und pakistanische Rial oder was, und der wurde sogar noch als Hot definiert hier. Würde ich jetzt aber nicht reingehen. Lassen wir mal. Der ist mir zu weit zurückgelaufen. Wenn, dann gehen wir vielleicht danach noch mal rein. Ansonsten schauen wir mal. Hier gab es, glaube ich, auch noch einen Alibaba. Den können wir uns noch mal angucken. Haben ja sonst eh nichts zu tun. Ne? Alibaba OTC, ja, der für nach unten, also der ist noch nicht eine grüne Kerze, da können wir noch mal reingehen, oder? Haben wir noch kein Problem mit. Wir gehen auch wie immer, ihr wisst das, ich habe hier das offen. Ihr könnt auch die Software nehmen, ne? ist das Gleiche, aber ich als Excel, ja, nehme dann gerne so ein Excel-Sheet, auch wenn es jetzt nicht Excel mehr heißt, sondern es heißt LibreOffice Calc, ja. Ich bin ja da, ja, im Laufe der Zeit gewechselt von allen teuren Microsoft-Produkten zu dem LibreOffice. Es gibt ja noch OpenOffice, aber bei LibreOffice kam ich irgendwie besser mit zurecht. Es ist aber sehr ähnlich, es basiert alles im Grunde auf Excel, hat minimale kleine Änderungen. Und LibreOffice, die ganze Software, alles was mit LibreOffice zu tun hat, also ob es jetzt Calc ist, Writer oder was, nutze ich nur. Dann, also könnt ihr auch PDFs mit öffnen, ihr könnt auch damit PDFs einfach so bearbeiten, ihr könnt ganz normale Word-Dokumente schreiben, mit allem Zip und Zap, mit, also wunderschön, ich finde es wunderschön, ja. Und auch andere Programme, die ich dann nutze, ich benutze kein Photoshop oder Fotostudio, sondern ich nutze GIMP, ja, für meinen Bedarf völlig. Es gibt auch noch immer so ein paar Add-ons, die man sich reininstallieren kann. Zum Beispiel haben sie in einer der neueren Versionen, die jetzt auch schon länger her ist, haben sie plötzlich diesen Alien Glow rausgenommen. Habe ich immer ganz gerne als Effekt genutzt, den kann man sich aber nachträglich wieder rein zizzeln, sag ich jetzt mal als Laie, rein implementieren oder rein pflegen. So, den haben wir gewonnen. Alibaba, 3, 2, 1, meins. Auch wenn das wieder eine leicht rote Kerze ist, aber wir sind super gut eingestiegen. Und ja, hat aber mit Diesel gesagt, ob ein Inch oder eine Meile, ja, gewonnen ist gewonnen. Ja. Gut, wir haben jetzt hier quasi was ist ein Inch? Inch sind 2 cm oder was? 2,54 cm. Gewonnen ist gewonnen. Ja. So, was haben wir hier noch? M5, NZD, USD, Ujemine. Schauen wir uns mal an, stellen wir mal auf M5, gucken. Da haben wir noch Time bis 10 nach. Jo. Ich lasse es mal offen. Wenn wir aber einen M2er kriegen, dann tue ich den bevorzugt. Ansonsten nehmen wir den mit. Ich bin so lange auf Pause, komme ich wieder. So, also es kamen nochmal so ein, zwei Fummeldinger hier. Aber nochmal ein Fund out hinten dran. Wo ich schon gesagt habe, wir drehen den einen nicht. Kommt noch einmal der 4 von 4. Ja. Und hier im Out NCD, also nee, wir bleiben hier beim NCD, NCD, USD, OTC, Ujemine mit M5. Hier kam auch noch der Fund Out M5.
was haben wir hier noch? Ah, da kam das Go. Ja, wir bleiben hier mal drauf. Da haben wir das Go jetzt. Zack und Feuer frei. Gehen wir rein. Ja, lass mal laufen. Komme ich wieder. Bis gleich. Oh, jetzt habe ich etwas verpasst. Tut mir leid, Leute. Aber wir haben den Chat gewonnen. Ihr seht hier die Kerze und hier sieht man den NCD USD. Wir haben ihn im Geld geschlossen. Ich würde sagen, wir machen noch einen und dann verabschiede ich mich ins wohlverdiente Wochenende. Ihr seht, jetzt ist auch die Rendite auf 78 runtergegangen. Wir haben den noch zu 90 getradet. Da gucken wir nochmal, dass wir noch einen M2 dabei haben. Schalten wir hier auf M2. Gehen wir in der Time runter. Und ja, schauen wir mal, wo wir noch ein Trade-Signal bekommen. Ich bin auf Pause, komme dann wieder. Beziehungsweise, ich zeige euch nochmal kurz ZeroTrading.de. Wie ihr zu eurem Glück gelangt, ja, auf die Website, Links natürlich unten in der Description. Gerne ein Like, gerne ein Abo, gerne, da kommt ja noch ein Signal. Nehme ich das alles hier bei Trading Signale, könnt ihr das buchen mit den 3, 6 und 12 Monate Optionen mit M2, M5 oder den M2 und M5. Natürlich, je mehr Laufzeit oder je länger die Laufzeit, desto preiswerter wird das Ganze. Gerechnet natürlich dann auf den Tag. Ja. Okay, und es kommt bis Ende Juni, kommen noch Assets hinzu. Also, in einem Jahr würdet ihr euch wünschen, ihr hättet heute angefangen. Ja. So kann man es sagen. Und jetzt schauen wir uns den Audiebi an. Audiebi 90 ist okay. 2 Minuten, hier haben wir noch fast 45 Sekunden. Wenn der so bleibt, ist doch schön. Hier haben wir noch was im Bereich, wo der Pfeil ein bisschen nach oben geschossen. Apple, aber wir bleiben hier beim Audiebi. Ja, hier haben wir die Uhr, also hier müssen wir gucken, hier haben wir keine Candle Clock, wie jetzt in dem anderen, wo wir hier auch im Chart gucken könnten, dann sehen wir die Zeit rückwärts laufen. Hier gucken wir beim Broker. Es ist mittlerweile schon so, ne? Da guckt man hin. So, hier gab es das Go. Und dann gehen wir rein für 2 Minuten nach unten. Das wird dann auch der finale Trade sein. Oh, jetzt bin ich sogar noch ein bisschen ganz minimal ganz doof rein. Wir sind minimal rot gestartet. Und da bin ich dann rein. Aber wir gewinnen mit 36 Pip und von daher ist das alles kein Problem. Kein Problem für den Fall der Fälle. Wir nehmen weiterhin unsere, brauchen wir nämlich gar nichts eintippen mehr, unsere Erhöhung, die wir auch nehmen für die 92%er. Und dadurch haben wir halt hier dann 1 Euro und 7 Cent weniger Gewinn. Aber das, darauf kommt es echt nicht drauf an. Das brauchen wir nicht jedes Mal neu kalkulieren für alle paar Prozente. Natürlich, wenn wir jetzt einen 1 vertreten würden mit 53%, dann wäre es was anderes, ja, und würden es auf 92 lassen. Juti, juti, juti. Kommt ins Kicktip rein, geht ins Telegram, Link unten in der Description oder über den Linktree, kommt in den Telegram, machen wir Kicktip, ne? Das wird doch schön dieses Jahr, wenn wir dann ein bisschen Fußball gucken alle, Deutschland und 1 bis 32 Bier trinken, hoffentlich gutes Wetter haben, ja, lauter positiv gestimmte gute Leute um einen rum und ich freue mich schon drauf auf den Sommer. Dann, ja, dann ist es gut, wenn man den NLAI hat, einen eigenen Surfer, einen kleinen, ne, wie ich dann in den anderen Videos schon gezeigt habe. Könnt ihr das im Autotrader laufen lassen, lasst ihr das laufen. Was weiß ich, von, sucht euch einen Zeitintervall aus von 0 Uhr bis um 8 Uhr morgens, dass ihr dann da eure Trades macht, sagt euer Limit und was weiß ich. 5 Gewinntrades, 4 Gewinntrades, wie auch immer, ja. Oder irgendeine andere Zeitspanne oder wie auch immer. Ja, das ist vollkommen, könnt auch von 15 bis 20 Uhr machen. Ja. Sagt der Spanne, ne, wenn der Betrag X erreicht, soll er aufhören. Und dann macht ihr euer Geld. Dann könnt ihr im Biergarten sitzen, Pilzchen trinken, guckt am Handy mal, geht in euer Any-Desk rein, guckt, ah, wie sieht es auf dem Server aus? Ah, so viel gewonnen, alles klar. Oder dann stellt ihr ein in der Auto-Trading-Software, soll um 0 Uhr resetten. Ja, 0 Uhr resetten, zack, dann soll er wieder anlaufen. Macht seine Trades, wenn er das Ziel von X Euro erreicht hat. Ich weiß nicht, was ihr für Konten habt. Wenn ihr sagt, okay, jeden Tag ein 20 oder jeden Tag ein 30er oder Nuni oder was auch immer. Aufhören. Kein Problem. Ne?
Ich habe euch gezeigt, wie es funktionieren kann, ja, wie ihr das auch selber machen könnt mit einem eigenen kleinen Server. Ihr könnt das natürlich auch machen mit einem Strato-Server. Ja. Lasst es in der NLE drauflaufen. Alles gut. Ja. Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen intensiv nochmal drauf eingehen, dass wir auch mal hier auf den Server gehen. Ja. Dass wir einfach mal noch so ein Gucken-Video machen. Da warte ich aber erst nochmal die Resonanz ab. Wenn es mich keine Sau interessiert, dann brauche ich es nicht machen. Ja. Dann machen wir weiter im Trading-Programm. Gut. Demnach verabschiede ich mich jetzt. Und wir hören uns einfach die nächste Woche wieder. Wir stellen das mal zurück. So, klack. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Und lasst es krachen. Nächsten Dienstag gibt es wieder ein Video allerspätestens. In diesem Sinne, adios und ciao, ciao.